Myome, starke Blutungen, was tun? Eine mögliche Lösung. Viele Frauen haben kurz vor den Wechseljahren ungewöhnlich starke Blutungen. Oft sind Myome die Ursache. Ein Myom ist ein gutartiger Muskeltumor, der nicht weiter behandelt werden muss, wenn er keine Probleme macht. Es gibt jedoch die Möglichkeit, das Myom oder einen Teil der Gebärmutter operativ zu entfernen. Des Weiteren können verschiedene Medikamente zum Einsatz kommen. Im Jahr 2012 kam ein Medikament mit 5 Milligramm des Wirkstoffs Uliprestalacetat auf den Markt, welches die starken Blutungen verhindern und die Myome verkleinern konnte. Aus rechtlichen Gründen nenne ich den Namen nicht. Informationen sind leicht recherchierbar. Die Tumorzellen auf der Oberfläche des Myoms werden abgetötet. Somit kann das Myom vereinfacht dargestellt nicht mehr den Befehl "bluten, bluten, bluten" in die Welt hinausschicken. Nach einer Behandlung, die 1 bis 3 Monate dauern kann, profitiert man anschließend noch von einer gewissen Langzeitwirkung, bis die Blutungen nach etwa 6 bis 9 Monaten wieder so stark wie vorher sind. Bei 5 einzelnen Personen von Hunderttausenden oder Millionen traten nach Einnahme des Medikaments schwere Leberschäden auf. 3 davon brauchten eine Organtransplantation. Ob ein Zusammenhang zur Einnahme von Uliprestalacetat besteht, konnte jedoch nicht eindeutig geklärt werden. Das Medikament durfte daraufhin nicht mehr verschrieben werden und ist heute, Stand November 2022, nur unter sehr speziellen Indikationen verschreibbar. Somit gibt es für viele Frauen, die keine Operation haben möchten, kaum eine andere Lösung als weiter zu leiden. Da dies meiner Meinung nach eine untragbare Situation ist, unter der vermutlich sehr viele Frauen leiden und die mit Blutarmut, Schwäche, Verzicht auf Sport oder andere Freizeitaktivitäten fast schon einem persönlichen Lockdown gleichkommt, möchte ich hier eine Möglichkeit darstellen, den Wirkstoff Uliprestalacetat legal und ohne Rezept zu erhalten. Dieser Wirkstoff ist noch in einem anderen Medikament enthalten, auch bekannt als die Pille danach. Allerdings in einer anderen Konzentration. Dieses Medikament kann Stand November 2022 ohne Rezept in Online-Apotheken, zum Beispiel in Österreich, bestellt werden. Am besten in kleinen Mengen verteilt auf mehrere Apotheken. Eine Schachtel enthält nur eine einzige Tablette. Vorsicht! In diesem Medikament sind 30 Milligramm des Wirkstoffs Uliprestalacetat enthalten. Also 6-mal so viel wie in dem oben beschriebenen Medikament. Das bedeutet, dass man eine Tablette aufteilen und möglichst über 6 Tage verteilt nehmen sollte. Mit Hilfe eines Tablettenteilers sollte man zumindest Viertel erhalten, die man dann beispielsweise am 1., 2., 4. und 5. Tag nimmt, während am 3. und 6. Tag keine Einnahme erfolgt. Die Behandlung sollte 1 bis 2 Monate dauern. Auf diese Weise wird die Blutung verhindert, das Myom verkleinert und die Lebensqualität wiederhergestellt. Ich möchte nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Risiko eines Leberschadens zwar extrem klein ist, aber nicht sicher ausgeschlossen werden kann. Daher sollte man nach Möglichkeit keinen Alkohol oder andere leberschädigenden Stoffe zu sich nehmen oder beim Arzt die Leberwerte kontrollieren lassen. Im Internet finden sich reichlich Informationen zu den oben genannten Medikamenten, auch beispielsweise der Beipackzettel. Ich übernehme keine Verantwortung für eventuelle Probleme. So, liebe Frauen, jetzt seid ihr dran. Klärt beim Arzt sicher ab, dass die Blutungen keinen anderen Grund als die Myome haben. Recherchiert im Internet und trefft für euch die passende Entscheidung. Alles Gute!